Weihnachten feiert man mit der Familie. Und bei einer Sportfamilie wie der des SC Berlin verhält sich das genauso. Doch bevor es zum sportlichen Teil des Abends kam, bat Carla Mädler, Präsidentin des Sportclubs Berlin, alle Anwesenden im Wellblechpalast, sich zu erheben. In einer Schweigeminute wurde den Betroffenen und Opfern des Anschlags auf den Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz gedacht. Anschließend bekamen die knapp 2.500 Zuschauer bei der 23. Eisgala des SC Berlin Eiskunstlauf par excellence zu sehen. Von der Kita bis zur Meisterklasse demonstrierten die fast 100 Sportler ihr Können. Durch den Abend führte Sänger Oli P. und der war nicht nur von den Leistungen der Athleten, sondern vom Zusammenhalt des gesamten Vereins total begeistert. Mega schön, total klasse. Die Zuschauer sind auch begeistert. Ich bin begeistert. Ich finde das einen ganz, ganz tollen Abschluss für eine Saison vom Verein, für die ganzen Zuschauer, für die ganzen, auch glaube ich, auch großenteils auch Familienangehörigen hier. Stars und Sternchen ist das Motto der Gala. Mit dabei der frisch gebackene deutsche Meister Peter Liebers sowie Vizemeister Paul Fenz, der Deutschland bei der kommenden Europameisterschaft vertreten wird. Anfang des Jahres war es leider so, dass ich wirklich nicht wusste, ob ich nochmal zurückkommen kann, ob die Verletzung überwindbar ist. Aber ich habe es zum Glück geschafft und bin natürlich sehr froh über meinen Titel. Gold wollte ich dieses Jahr unbedingt holen. Ich bin jetzt schon dreimal Vize gewesen. Aber da ich ja mich für die EM qualifizieren konnte und mich in der Qualifikationsrunde durchsetzen konnte, bin ich halt da mega glücklich drüber, dass ich jetzt meine zweite EM in Folge laufen kann und insgesamt meine dritte und mich halt auf der großen internationalen Bühne zeigen kann. Neben den gestandenen Profis überzeugten auch die Stars von morgen mit ihren Vorstellungen, ob die kleinsten oder die größeren, die schon im vom SC Berlin gegründeten Club Pyeongchang sind, der sie bis zu den Olympischen Spielen 2018 begleiten und fördern wird. Drehungen oder Sprünge, Hebefiguren oder perfekt synchrone Bewegungen. Die Sportler zeigten das gesamte Repertoire des Eiskunstlaufens und trotz der Vielfalt hat jeder seine ganz eigenen Lieblingssprünge auch schon im frühen Alter. Hüpfberger. Flip. Tunhub. Das Motto der Gala bedeutet auch, dass die Sternchen mit den Stars gemeinsam auf dem Eis stehen, eben gemeinsam als Familie. Dass es wirklich wie eine Familie ist. Auch da halten alle zusammen, da gilt alle für einen und einen für alle und das macht den SC Berlin aus. Also ich freue mich immer jedes Mal auf die Generalprobe, die wir frühs haben, weil da sind die Kleinen, da sind wir halt auch mehr bei den Kleinen und dann können wir uns auch die angucken und alles und es ist immer wieder super, was die Trainer mit den Kleinen zusammen da aufbauen. Das ist echt ein Miteinander und ob das die ganz, ganz Kleinen sind oder die richtig, also die Sternchen und die Stars, die laufen ja trotzdem Hand in Hand und das ist halt alles aus einem Guss, alles vom Herzen, echt schön. Für mich wird 2018 Schluss sein und man schielt natürlich ein bisschen, was machen die Jungen und es ist immer schön zu beobachten, dass immer wieder was nachkommt. Musik von den Berliner Tenören und Oli P. und Sport der Extraklasse, die Eisgala des SC Berlin, war auch 2016 wieder ein voller Erfolg.